Heute haben wir mal keinen Notruf abgespielt. Und ja, es sieht zwar so aus, aber nein, nein, nein. Denn heute haben wir einfach mal ein neues Spiel gespielt, das sich Notruf Emden nennt. Und ich muss sagen, das ist echt nice. Leute, wie cool. Wie das Game aber ist, das will ich euch heute zeigen. Also schaut euch unbedingt das Video an. Also let's go. Moin, moin. Ich bin's, Viti. Falls ihr mich nicht kennt oder vergessen habt. Ja, Freunde, heute habe ich meinen ersten Tag bei der Polizei in Notruf Emden. Also, die haben gesagt, ich soll mich hier bewerben. Und jo, ging einfacher als gedacht. Jo! Hier oben ist schon ein Bankraub? Ja, warte mal, ich habe eigentlich... Oh, Drohne reparieren? Okay, Freunde, ich kann hier nämlich verschiedene Sachen machen. Ich trage mal meine kugelsichere Vesto. Vesto? Okay, ich guck mal, was wir hier alles haben. Was haben wir hier? Okay, nice, gut zu wissen. Joa, man kann hier auf jeden Fall einige Sachen ausrüsten. Wie ihr seht, spielen wir heute hier einfach Notruf Emden. Ein cooles Spiel, Leute. Meine Waffen habe ich auf jeden Fall ausgerüstet. In Notruf Emden gibt es einfach so viele Verbrecher, die wir natürlich heute schnappen werden. Und das können wir nur mit unserem Polizeiauto machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt auf mehr Notruf Emden und ob ihr das Spiel kennt. Okay, warte mal, Freunde. Wir machen jetzt erstmal die Reifen hier kaputt. Von den Leuten. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir steigen mal direkt in unser Polizeiauto. Und oha, schaut euch mal diese Sirene an. Wie cool ist das denn? Okay, wir haben einige Verbrecher, die wir finden müssen. Wo die natürlich sind, die können halt überall auf der ganzen Map sein. Und hier gibt es alles. Vom Auto bis zum Hubschrauber. Also, wenn ihr mal ein Update-Video haben wollt oder wie das ganze Game hier funktioniert, lasst es mich mal wissen mit 500 Likes. Das Coole ist, man kann die einfach aus dem Auto rausschießen. Das ist irgendwie lustig. Oder auch ganz gut, denn man kann auch Reifen kaputt machen. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir gucken erstmal. So, warte mal, da hat jemand einen Unfall. Nee, da interessieren wir uns nicht für. Oh, oh, oh. Wir haben einfach schon einen Strike, Leute. Okay, wir können einfach unser Fahrzeug... Oh mein Gott, was können wir... Alter, warte mal, okay, wir können das hier anmachen und... Schaut mal, Polizei anhalten! Junge, okay, warte mal, das ist cool, Leute. Wir machen das aber mal aus. Wir müssen das später einsetzen. Hier hat auf jeden Fall irgendjemand ein paar Probleme. Aber ich denke mal, das ist nicht unser Problem. Übrigens kann man hier sogar mit anderen Autos wegfahren, solange die nicht verriegelt sind. Also immer schön euer Auto verriegeln. Übrigens werde ich hier auf jeden Fall noch Verbrecher spielen. Aber ich wollte mir eigentlich ein paar Bandagen kaufen, aber anscheinend darf ich nicht. Naja, egal. Ich würde sagen... Ja, der Raub, ich glaube, der wird doch schon längst vorbei sein, oder? Okay, ich habe auf jeden Fall Bock auf ein bisschen Verbrecherjagd. Deswegen würde ich sagen, suchen wir uns direkt mal welche. Die können natürlich überall auf der ganzen Map sein, die echt groß ist. Aber ich glaube, Freunde, wir werden sie finden. Früher oder später werdet ihr alle in den Knast kommen. Okay, warte mal, hier haben wir eine Tankstelle. Aber ich glaube, wir müssen nicht tanken, oder? Nee, wir haben ja auch, glaube ich, keinen Verbrecher. Wir haben noch ein bisschen Treibstoff. Das ist jetzt nicht nötig. Warte mal. Wir können einfach mal diese Person hier anhalten. So, bitte folgen. Wir müssen erstmal eh abchecken, ob die Person böse ist und... Alter Junge, warum fliegt die Person? Hallo, könnten Sie vielleicht mal... Hallo Junge, steigen Sie mal bitte aus, ja? Hallo. Aktivieren wir einfach mal... Ich würde sagen, direkt die Sirenen und... warte mal, nee, wir dürfen die Dinger gar nicht mehr anhaben. Und okay, der ist hier oben. Okay, Leute, ich würde... Oh, Junge, was ist das denn hier? Oh mein Gott, warte mal, wir haben hier einen Verbrecher, Leute. Wir haben hier einen Verbrecher und... Nein, 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 wir müssen auf die Reifen schießen und... Oh, oh. Okay, Freunde, Junge, wir haben hier einfach einen Verbrecher am Start. Was? Der hat einfach eine Waffe gehabt. Okay, vielleicht kriegen wir den sogar. Der hat, glaube ich, was mit Lami im Namen gehabt. Und, oh mein Gott, da ist er. Let's go. Wir müssen irgendwie die Reifen kaputt machen, Freunde. Alle Einsatzeinheiten, bitte zu mir. Hallo. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Ey, mach dich aus dem Weg hier. Wir müssen den da kriegen. Oh mein Gott, okay. Warte mal, Freunde, wir müssen die Reifen kaputt schießen. Ey, ich weiß, dass es funktioniert. Aber ich sehe gefühlt nichts in dem Auto. Warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Jo, let's go. Okay. Ja, okay, wir haben einen Reifen kaputt, zwei Reifen stehen geblieben. Stehen geblieben. Wir können sogar Scheiben kaputt machen? Oh mein Gott, okay, wir haben drei Reifen kaputt, das heißt, er gehört sozusagen uns stehen geblieben und... Okay, let's go. Ich glaube, gleich war es das mit ihm. Gleich war es das. Ich habe alle Reifen kaputt. Ich habe zur Not auf jeden Fall, oh mein Gott, noch richtig, richtig viel. Freunde, er ist ausgestiegen. Lukas, du bist festgenommen. Koste es. Was ist Wolle? Junge, was? Wir haben unseren ersten Verbrecher bekommen. Und den werde ich mir natürlich direkt einsperren. Hab einfach mal geschrieben, ha, ha, ha. Okay, aber Junge, man kann hier sogar driften. Ich würde sagen, du kommst auf jeden Fall ins Gefängnis. Wie lange du da drinnen sitzen musst, das kann ich dir nicht sagen. Aber du bist auf jeden Fall verhaftet. Haben Sie noch ein Wort zu sagen? Wisst ihr, was eigentlich das Coole ist? Man kann hier sogar einfach... Radio hören? Einfach Radio im Auto. Yo, wie cool. Aber egal, hab keine Zeit dafür. Er ist rausgegangen, was? Okay,
Dann drehen wir halt um und verhaften den nächsten. Okay, man kann sich sogar in dem Spiel Essen kaufen, um Leben zu generieren. Dafür müsst ihr hier bei diesem Hafen hinfahren. Und okay, Freunde, ich höre mein Herz immer noch schlagen. Deswegen würde ich sagen, fahren wir ganz, ganz schnell mal zum Hafen. Sonst haben wir ein kleines Problem hier und... Oh mein Gott, bin ich überhaupt richtig? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Leute, dieses Spiel habe ich auf jeden Fall neu entdeckt und ich muss sagen, ich bin echt überrascht, also positiv überrascht. Hallo, warte mal, ich muss gucken, ob die Verbrecher sind. Junge, das sind sogar wirklich Verbrecher auf dem Moped. Steck mich hin. Weil ich muss irgendwie die Reifen kaputt schießen von hier. Ich glaube, ich habe sogar getroffen. Oh mein Gott. Ja, was? Okay, let's go. Ey, stehen geblieben. Okay. Junge, die ich habe beide Reifen kaputt. So, meine Kollegen. Und was? Junge, dann komm einfach. Alter, was? Nein, die haben alle Waffen und haben mich erledigt. Er hat die einfach auch erledigt? Übrigens kann man Autos klauen, aber okay. Junge, einfach so ein schwarzer Audi. Mayday, Mayday, bitte kommen Sie sofort. Ich brauche Unterstützung. Oh mein Gott, was? Er kommt einfach mit zum Notstrom. Und, yo, danke mit diesem Defibrilli. Wie heißt das nochmal? Mir wurde geholfen. Okay, warte mal. Hey, bevor wir auf jeden Fall hier was machen, müssen wir erstmal gucken, ob das ein Verbrecher war. Und, Junge, es war wirklich noch ein Verbrecher. Und, okay, einen haben wir eingetütet. Und was? Oh, Junge, der Park... Oh mein Gott. Nee. Let's go! Damit haben wir sogar noch zwei Verbrecher jetzt direkt eingetütet. Mit Sirene Vollgas geben! Ich muss sagen, die Sirene hört sich hier auf jeden Fall auch richtig original an, wie im echten Leben. Und ich liebe tatsächlich erst Polizei zu spielen. Polizei macht einfach irgendwie mega Fun. Aber jetzt muss ich die beiden... Oh, hab ich einen Reifen weniger? Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, wir müssen mal zur Tankstelle mein Auto reparieren. Aber jetzt... Jetzt war's das erstmal mit euch beiden, ne? Warum tanzen die da eigentlich im Auto? Hört mal auf zu tanzen, Mann! Okay, aber jetzt müssen wir entweder Essen holen oder unser Auto mal reparieren. Wie viel Polizei haben wir eigentlich? 3 Polizisten nur? Okay, wenn jetzt hier wirklich auf jeden Fall... dieses Banditentrio wieder kommt, dann haben wir auf jeden Fall nicht große Chancen alleine. So, still geblieben, driften und gut eingepackt, Leute. Hallöchen, Thorsten, einmal reparieren. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt mal zu dem Benutzer fahren und der möchte, dass ich zur Bank komme. Okay, Freunde, wir kommen. Keine Sorge, ich habe natürlich diese Reden schon an. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist das ganze Map-Design, aber ich glaube, das wird komplett überarbeitet. Aber wo ist nur dieses Banditentrio? Ich will das unbedingt haben. Und okay, er hält sich wirklich dran und, ey, Junge! Okay, wir können mal hier gucken, da steht einfach einer auf dem Zaun. Keine Ahnung, was der da macht. Wir können jetzt einfach mal auf die Insel hier fahren. Das ist ja sowas wie eine kleine Insel. Boah, Junge, die Steuerung habe ich noch nicht perfekt raus, aber es wird immer besser. Junge, steig ein, Mann! Flora, komm, steig ein, wir müssen los, wir haben keine Zeit, Mann. Aber anscheinend müssen die Banditen wieder zugeschlagen haben, ne? Früher oder später werden wir sie endlich hoffentlich bekommen und ein bisschen vorsichtig fahren. Ich habe auf jeden Fall meine Waffe handbereit, wir haben hier auch noch die dicke Pistole. Übrigens habe ich als Krimineller oder als Zivilist übelst krasse Autos. Also wenn ihr die mal sehen wollt und ihr vielleicht ein bisschen Geld haben wollt, weil ich habe noch auf jeden Fall 61.000, dann lasst auf jeden Fall, wie gesagt, mal einen Daumen nach oben da. Und Junge, der hat einfach 2 Sterne stehen geblieben. Ich werde schießen, ja? Hallo? Okay, Freunde, wir machen die... Oh, ich schieße auf meine eigene Kollegin. Okay, die Reifen sind fast schon wieder runter. So, und der nach vorne. Okay, wir haben alle Reifen zerschossen. Und übrigens war das auch das Auto von vorhin, glaube ich. Hallo, stehen geblieben. Bleiben Sie stehen, Mann. Sie werden so oder so verhaftet. Sie kommen mit Ihrem Auto nicht mehr weit. Oh mein Gott, er will nicht aufgeben. Und okay, warte mal. Wir nehmen einfach die dicke Waffe. In der Hoffnung, dass das Auto gleich kaputt geht. Das Auto wird nämlich irgendwann anfangen zu qualmen. Komm. Es qualmt. Ich glaube, es qualmt schon. Junge, Flora, du sollst nicht auf mich schießen und... Oh nein. Yo! Bleiben Sie stehen, da wo Sie sind. Okay, ich glaube, wir haben es gleich, Freunde. Es kann nicht mehr lange dauern. Das Auto ist kaputt, er kann es nicht mehr betätigen und... Okay, let's go. Flora, geh auf jeden Fall schon mal drauf. Oh mein Gott, yo. So, verriegeln, damit er nicht wegfahren. Und jetzt hole ich mir ihn. Hallo? Oh, okay, er ist dahinter geschwommen. Warte mal, wir tun einfach so, als wenn wir ihn nicht gesehen hätten, Leute. Junge, ich glaube, der da wird uns safe gesucht. Oh, das war ein Unfall. Jo, warte mal, Freunde. Okay, der da hinten ist mir egal, aber das hier sind einfach 2 Verbrecher. Oh mein Gott. So, und... Oh mein Gott. Jo, okay, Reifen ist kaputt. Erster Reifen zumindest. Verfolgungsjagd, let's go. Wir holen uns die. Und... Jo, warte mal, da ist einfach der eine Verbrecher.
Alter, wie schnell sind die bitte? Hallo, könnt ihr mal warten, Mann? Junge, die sind einfach viel zu schnell. Wir sind immer noch hier hinten und die sind schon da vorne. Alter, wo fahren die hin? Die fahren, glaube ich, auf die Autobahn drauf. Flora, halt dich fest, ja? Jetzt geht's auf die Autobahn. Junge, die sind so schnell mit ihrem Auto. Warte mal, wir schießen einfach nach vorne, ne? So, okay, in der... Ja, okay, 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 sie haben sich überschlagen, sie haben sich überschlagen. Okay, oh, oh. Jo, 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 jo. Jo, Alter, reiß dich mal zusammen, Mann. Die sieht gar nicht mal so doof aus. Wir machen auf jeden Fall gut Damage. Ich glaube, die werden früher oder später eh wieder einen Unfall bauen. Hallo, bleib mal stehen da vorne. Okay, ich muss nach vorne schießen. Es geht nicht anders, Leute. Junge, die sind einfach nach vorne. Könnt ihr mal jetzt langsam stehen bleiben? Hallo. Wir haben nicht so ein schnelles Auto. Wir können nur 120 fahren. Ich glaube, die sind sogar ein bisschen schneller. Die entkommen uns noch. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Warte mal. Ist die ausgestiegen? Nee. Okay, die lassen wir einfach. Wir fahren hinterher. Junge, mach, was du willst. Aber ich will... Oh, ja, let's go. Die haben einen Unfall gebaut. Okay, das ist wieder unsere Chance, näher ranzukommen. Oh, ja. Okay, warte mal. Wir packen die Happengeschütze aus. Oh, mein Gott. Okay, let's go. Die bauen wieder einen Unfall. Vollgas, Junge! Ey, wir sind jetzt einfach einmal um die Map gefahren, ne? Das sieht richtig gut aus gerade für uns. So, die Polizei ist... es gibt einfach keine Möglichkeit mehr. Er fährt zwar übelst schnell, aber... oh mein Gott, er qualmt. Er qualmt, das bedeutet, er wird gleich... Yo! Gleich wird er nicht mehr fahren können. Das bedeutet, wir werden ihn festnehmen können. Wir werden ihn festnehmen kommen. Ja, Flora? Oder hab keine Angst? Wie auch immer. So, wir müssen jetzt noch ein paar Mal gut treffen. Und danach ist das Auto komplett zerstört. Und ich glaube, ja, er kann nicht mehr fahren. Yo, was ein Noob. Er lief einfach vom Server. Hast du das gesehen, Flora, wie ich das gemacht habe? Ja? Ja? Flora, ich hoffe, du hast das gesehen, okay? So, keine Sorge. Oh, Junge! Alter, was geht denn hier ab? Oh, stopp! Oh mein Gott, Alter. Flora sagt, dass ich der beste Fahrer bin. Hey, Polizei, was ist hier passiert? Warte mal, okay. Ah, deaktivieren. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Wir können einfach den Notruf deaktivieren. Und dann, ja, können wir sozusagen sagen, es ist alles in Ordnung hier. Also das Game ist auf jeden Fall sehr realistisch und Meriel A. Junge, die hat auch 2 Sterne. Was? Warum haben die alle 2 Sterne, Mann? Oh nee, ey, hätte ich das mit 2 Sekunden eher gesehen. Und wie schnell ist bitte deren Auto? Meriel, die Meerjungfrau, bitte bleiben Sie stehen. Ich werde Ihre Reifen zu schießen. Ich brauche vor allen Dingen bald neue Munition. Ich habe einfach gar nichts mehr. Okay, die hat auf jeden Fall keine Reifen mehr. Zumindest auf der linken Seite, auf der rechten sehe ich das gerade gar nicht so richtig. Ja, sie versucht einfach abzuhauen. Hinter uns haben wir noch eine zweite Parkpolizei. Und oh mein Gott, so... Leider sehe ich so wenig. Oh mein Gott, sag nicht, sie will wieder auf die Autobahn. Nein! Es geht schon wieder die zweite Runde in die Autobahn. Okay, warte mal. Ich will doch... Oh, das ist so schwierig. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Reifen rechts kaputt gemacht. Zumindest den hinteren. Und komm jetzt. Einfach nur ungefähr treffen den vorderen. Bleib stehen. Meriel, du bist festgenommen. Yo, Crash. Oh mein Gott, okay. Sie will schießen. Nee. Stopp, 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 stopp. Aussteigen, schnell, schnell, schnell. Taser und... Nee. Oh, was? Bitte taser sie. Bitte taser sie. Okay. Sie sind festgenommen. Sie kommen auf jeden Fall erstmal mit auf die Wache, mein Freundchen. Yo, Alter, wie cool ist das denn? Hast du gesehen, was für ein Pro ich bin? Bin sehr gut. Flova, was sagst du da? Oh, sollte vielleicht ein bisschen auf die Spur gucken. Und bist du der Echte? Jo, herzlichen Glückwunsch. Ich bin der Echte. Gerade immer ein Unfall, deswegen hätten wir eigentlich Unfall anmachen müssen, aber... Naja, wir fahren jetzt erstmal hier runter. So, hier darf man eigentlich nicht runterfahren und... Oh, nee. Das kommt davon, wenn man mit dem Handy am Steuer ist. Sollte man niemals machen. Oh mein Gott, sorry, wir fahren auf der falschen Seite. Okay, ich muss auch nachholen. Oh mein Gott, da oben ist einfach ein Helikopter. Naja, egal. Die hat auf jeden Fall Pech gehabt. Das tut mir natürlich so leid für sie. Und sie sagt, du lügst. Ich habe sogar geschrieben, doch, mache Video. Mann, die glaubt mir das nicht. Ich hoffe, die Musik gefällt dir, ja? Wir sind nämlich ein gutes Team. Oh, ich müsste auch mal nach vorne. Junge! Alter, wie fährt die? Reiß dich mal ein bisschen zusammen! So, Leute, ab geht es. Es geht für sie in die Zelle. A30, Meriel. A30, du musst leider in die Zelle. So, ich drifte hier nochmal kurz rum. Perfekt eingepackt. Ja, steigen wir mal aus und so, bitte verschwinde und es tut mir leid. Du wirst offiziell festgenommen. Unfall? Beziehungsweise Notfall? Nee, sorry, hab keinen Bock mehr und hab auch keine Zeit. So, Freunde, denn ich werde heute Feierabend machen. Schluss aus Ende, ich werde nicht bearbeiten. Oh mein Gott, was? Guck mal, was wir kriegen. Okay, wir verdienen einfach 1920 Geld.
Ende der Schicht. Schluss aus Ende. Übrigens gibt es noch ganz, ganz viele andere coole Berufe. Also, wenn ihr Bock habt, neue coole Berufe kennenzulernen. Übrigens habe ich ja auch eine Waffe. Oh mein Gott, okay, die darf ich nicht zeigen. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.